Oh, Seven, und damit herzlich willkommen zurück hier zu meiner großen Rundreise durch die Galaxie von Elite Dangerous Odyssey. Und da sind wir endlich am Ende der letzten Folge hier, an der Dienstags- und Donnerstag-Spezialfolge, sag ich mal, sind wir hier endlich angekommen am Wegpunkt 9. Wir sind endlich hier. Lange hat es gedauert, es hat wirklich sehr lange gedauert gefühlt. Und zwar befindet sich hier ein Dreifach-Sternsystem, interessanterweise. Das wusste ich vorher halt noch nicht, wusste nur, okay, da ist so ein Stern, aber wie diese Systeme innen drinnen aussehen, das wissen wir meistens vorher nie. Und hier ist ein Dreifach-Sternsystem mit einem großen Gasriesen, einem großen weißen Klasse 3 Gasriesen war das, glaube ich. Und der besitzt einige kleine Eismonde. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier einige Aktivitäten. Da hinten sehen wir auch schon Geysir hier irgendwie Wassereis ausspucken. Und hier vorne gibt es auch schon ein paar Lebewesen, nämlich die sogenannten Fumerola. Das waren, glaube ich, einfach Tiere oder beziehungsweise, ich glaube, es waren sogar Pilze. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich gleich nochmal nachgucken, die hier an solchen heißen Gasschloten wachsen. Das sind ja hier diese goldenen, messingfarbenen Objekte hier. Und die erinnern mich ehrlich gesagt an so eine Art Shiitake oder Moerpilz, jedenfalls rein optisch, ne? Und da werden wir gleich mal hier ein bisschen rumlaufen, ein paar biologische Proben sammeln, bevor wir dann hier weiterfliegen. Denn wir haben ja hier heute auch einiges vor, in der jetzigen Folge. Und zwar hier auf der Galaxiekarte. Da habe ich hier schon mal ein nächstes Ziel hier anvisiert. Und zwar ist das hier hinten. Da ist ein Neutronenstern und auch noch hier ein weiterer B-Stern, diese größeren. Und hier habe ich sogar noch einen Herbig AE bzw. BE-Stern gefunden. Da werden wir auf jeden Fall hinfliegen. Ist jetzt noch ein ganzes Stückchen hier, das sind ungefähr 18 Sprünge bis da hinten zu einem Neutronenstern. Und hier sind es wahrscheinlich so 20 oder so, beziehungsweise insgesamt dann 30 Sprünge, glaube ich. Dann sind wir spätestens dort. Und dann würde ich mich danach aufmachen. Hier unten zu dem großen Nebel, dann da sind jede Menge Sternsysteme drin. Sehr viele Neutronensterne, aber auch weiße Zwerge und alles weitere. Und da hoffe ich mal, dass wir da vielleicht wieder ein paar coole Sachen in diesem großen Nebel finden werden. Beim letzten Mal war es ja doch ein bisschen durchwachsen, die Erfahrung. Wobei, wir hatten immerhin Carrier dort und auch noch eine erdähnliche Welt mit einer tatsächlichen Touristenbarke, so ein Touristensignal, was ja auch schon sehr interessant war. Und dann nochmal eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Am 2. Mai, am Dienstag, gibt es wieder wie gewohnt um 17.30 Uhr, 17 Uhr ungefähr den Start auf Twitch, den nächsten Livestream von mir. Am Donnerstag jedoch nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich am Donnerstag einen Termin beim Gewerbeamt habe. Denn vor einiger Zeit habt ihr es, sag ich mal, erfolgreich geschafft, hier die 50 Follower-Marke zu knacken und die 3 durchschnittlichen Zuschauer zu erreichen. Vielen Dank dafür. Deswegen ich nämlich jetzt dann die Einladung zum Twitch-Affiliate bekommen habe und das würde ich dann gerne dort an dem Donnerstag anmelden. Und leider ist das Gewerbeamt genau so offen, dass ich gerade von der Arbeit direkt dahin düsen muss, mich dann schon beeilen muss und dann das alles ganz schnell dort ausfüllen muss. Und ich hoffe, dass das relativ unkompliziert sein wird. Ich hoffe es. Mal gucken. Ich habe noch keine Erfahrung damit. Und dass ich dann noch halbwegs nachher was vom Abend habe. Aber zum Stream werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr kommen. Wenn ich es vorher schaffe, gibt es wieder eine Let's Play-Folge hier auf dem YouTube-Kanal. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, nächste Woche Dienstag, 2. Mai, gibt es wieder einen Stream endlich. Ich vermisse euch ja schon so ein bisschen hier. Kein zum Quatschen hier nebenbei. Techno Space Madness. Und da werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich das da Donnerstag alles schaffe. Low Gravity Warning. Und dass ich dann hier bald den Status habe bei Twitch. Dass ich dann hier auf Zugriff auf diverse Emojis und so bekomme, die ich euch dann auch quasi zur Verfügung stellen kann für die Chats und so weiter. Da hätte ich ja schon Bock drauf, ne? So, und wie gehabt, werden wir hier mal ein bisschen die geologischen und die biologischen Signale verfolgen. Zuerst gehe ich mal hier zu diesen ganzen sprudelnden Quellen hier. Da haben wir auch was Neues entdeckt hier tatsächlich. Wassereisfumarol. Das sind Wassereisgeysir, den kennen wir aber schon. Den Pechstein, den lassen wir einfach da mal sein. Und da vorne hatten wir ja gerade noch die Fumarola. Davon werden wir natürlich auch noch Proben nehmen, ne? Ganz schön dunkel hier auf dem Planeten. Mhm.
Ja, ich finde Licht, das überblendet dann irgendwie alles, ne? Also wenn man das so macht, dann sieht man irgendwie den Hintergrund nicht mehr. So noch weniger. Mit Nachtsicht finde ich irgendwie... ist das alles so grün, das gefällt mir irgendwie nicht. Wir lassen es mal so. Falls ihr da andere Wünsche habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich das sonst beim nächsten Mal beherzigen, dass ich dann hier die Nachtsicht einschalte oder das Licht anmache. Weil für mich geht es so gerade, aber bei YouTube ist die Aufnahme ja auch nachher immer so ein bisschen dunkler leider. Deswegen dann die Frage von mir an euch. Und was haben wir hier Schönes? Es ist, Trommelwirbel, die Fumarola Aquatis in Gelb. Also mit so Goldfarben war ich nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Und wir haben die Dinger jetzt ja nur gescannt, aber wir wollen natürlich auch noch die Proben nehmen. Dafür haben wir hier unseren schönen Genetik-Sampler, unseren genetischen Probensammler. Da ist übrigens der große Gasriese hier, ne? Ganz schön groß hier am Himmel. Sieht cool aus. Komm, machen wir mal Licht an hier. Es ist so dunkel hier. Man sieht ja nichts. Da haben wir sie. Ah, hier steigt doch überall so heißer Dampf auf, ne? Und das ist, glaube ich, schon eher ein Grafikbug. Obwohl. Ne, ich glaube, der ist nur zusammengequetscht hier. Hier ist der Schnee auch weggeschmolzen, weil das hier zu heiß ist. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Dann haben wir schon mal die erste von drei Proben. Wir brauchen noch zwei weitere. Aber da hinten sehe ich auch schon wieder was. Und da vorne auch. Vielleicht reicht das sogar schon. Ja, Bakterien müsste es hier auch auf dem Planeten noch geben. Aber ob wir die finden, da würde ich erstmal ein Fragezeichen dran hängen. Die Suche würde ich erstmal ein bisschen nach hinten schieben hier. So, reicht das vielleicht sogar schon? Sind wir weit genug weg hier? Wir können hier leider die Proben nicht immer direkt beim nächsten Objekt schon nehmen, sondern wir müssen ja immer diesen gewissen Abstand hier einhalten. Das sind meistens ein paar hundert Meter. Damit wir dann hier auch eine gewisse genetische Varianz haben bei diesen Spezies. Warum das so wichtig ist, weiß ich hier gerade auch nicht ganz genau. Aber vielleicht geht es auch einfach darum, nochmal ein bisschen mehr über diese Art zu erfahren. Da macht es natürlich auch Sinn, nicht nur ein, zwei Individuen zu scannen, sag ich mal, oder dort Proben zu nehmen, sondern ruhig ein paar mehr. Auch damit man so ein bisschen den genetischen Code besser versteht. Und da nicht nur irgendwelche Anomalien hat, sondern halt wirklich die Sicherheit, dass das wirklich die Spezies ist und nicht ein Mutant oder so davon. Kann es ja auch durchaus geben. Und da vorne sehe ich auch schon den nächsten Fumarola hier. Oder die nächsten Fumarola. Ich glaube, die nächsten Fumarola müsste es richtigerweise lauten. Da vorne übrigens, ne, jetzt genau in der Bildschirmmitte, da ist auch schon der große Nebel, wo wir hinwollen. Man kann den, glaube ich, kaum gerade so erkennen, so ganz leicht rot, lila, ist da so ein Fleck, der ist ungefähr 2300 Lichtjahre waren es, glaube ich, entfernt aktuell von uns. Da bin ich mal gespannt, was wir da drin finden. Also ich hoffe ja immer noch, dass wir hier ein paar stellare Sternphänomene finden. Da hatte ich bisher auf meiner Reise hier ziemlich viel Pech, muss ich leider sagen. Sehr wenig davon gefunden. Aber vielleicht haben wir ab da an ja mehr Glück. So, und da haben wir auch schon die dritte Probe. Jetzt könnten wir hier nochmal kurz in die Außenkamera gehen.
Mal schauen, ob wir hier irgendwas Auffälliges auf den Bodentexturen entdecken. Was vielleicht irgendwie anders aussieht als der Rest. Damit meine ich jetzt nicht solche Steine da unten links, sondern eher Bakterienteppiche. Da vorne ist so ein schwarzer Fleck. Was ist das? Ach, das ist auch nur so ein Gasschlot. Aber hier gerade sehe ich keine Bakterien. Ich fahre mal so ein Stückchen weiter. Muss ja nicht viel sein. Es soll hier ja auch auf jeden Fall Bakterien geben. Aber es ist halt auch mal die Frage, wie oft kommen die vor? Gibt es die überhaupt hier? Das habe ich nämlich nicht mehr im Kopf. Wenn ja, ob wir die überhaupt halbwegs hier erkennen können. Es gibt natürlich auch durchaus Bakterienteppiche. Gerade auf diesen Eisplaneten, die sind sehr, sehr schwer zu erkennen. Da hatten wir ja schon öfter hier das Vergnügen mit. Deswegen geschultes Auge ist da, glaube ich, hilfreich. Aber so gerade sehe ich da jetzt gar nichts, ne? Oder was ist das da vorne? Das könnte was sein, aber ich glaube, das sind nur Steine. Können sonst auch mal hier in diese Außenkamera reingehen. Denn wenn die hier so aufblinkt und so hellblau wird oder noch heller oder anfängt zu leuchten beziehungsweise, dann wissen wir auf jeden Fall, dass da irgendwie was ist, was man scannen kann. Und so kann man auch durchaus Bakterienteppiche finden. Aber das ist natürlich sehr ungenau, ne? Alter, wie riesig das da hinten am Himmel ist, ne? Und da hinten haben wir auch noch den großen Mond, ne? Den Nachbarplaneten hier von diesem Mond hier. Der ist direkt da oben. Da drüber der Gasriese. Wow. Das sieht da echt cool aus. Ich will mal ein Foto davon machen. Ihr kennt mich ja. Ich mache ja regelmäßig hier Screenshots. Könnten wir ja einmal mit dem Rover machen. Einmal ohne vielleicht. Wobei, jetzt haben wir das Schiff immer noch drauf, ne? Da fahre ich erstmal ein Stück weiter. Das ist schon ein cooler Anblick. Allein wie nah dieser andere Mond hier ist. Der ist so riesig am Himmel. Wie auch so eine Fantasy-MMORPG oder so. Da sind die Monde ja auch meistens so ganz, ganz nah an den Planeten. Oder auch bei Skyrim oder so. Wobei ich jetzt natürlich jetzt nicht weiß, ob wir da auch irgendwie gerne mal Fantasy-Spiele spielt. Es gibt ja, glaube ich, gefühlt irgendwie so drei Arten von Spielern in der Richtung. Es gibt die Leute, die gerne Sci-Fi zocken, aber auch gerne Fantasy. Dann gibt es irgendwie die Leute, die eher primär Fantasy zocken. Und dann gibt es die Leute, die primär Sci-Fi zocken. Irgendwie, witzigerweise. Haben so Bakterien, sehe ich hier gerade leider nicht, ne? Also ich glaube, hier werde ich noch ein weiteres Foto machen. Wird ein bisschen dunkel. Vielleicht kann ich das nachher ein bisschen auffällen, damit man mehr sieht hier. Okay, da was hier für meine Instagram-Seite. Denn da kommen des Öfteren mal ein paar Fotos davon. Ein paar kleine Impression von meiner Reise. Und da hat gerade kurz das Spiel geruckelt. Aufnahme läuft noch? Ja. Hatte ich nämlich schon mal, da hat es geruckelt und dann war plötzlich die Aufnahme futsch. Das ist natürlich dann Worst Case, aber sie läuft gerade noch. Es war wahrscheinlich nur ein kurzer Ruckler oder vielleicht ein kleiner Fehler hier im Datenstrom. So nennen wir das mal. Ah, jetzt macht das wieder hier. Vielleicht auch noch einmal ohne. Fände ich auch ganz cool. Also ohne Rover oder so. Vielleicht noch mit so ein bisschen Eis davor. Das hat doch was. Ich will auch gleich nochmal nachschauen, wie nah dieser Mond eigentlich ist, weil der ist ja echt riesig am Himmel. Den haben wir das letzte Mal auch schon mitgescannt. Allerdings auf dem gelandet sind wir noch nicht. Ja, die Frage, ob wir das noch machen wollen.
Akku, der Gasschlot hier ist aber sehr aktiv hier. Der hat richtig große Rauchwolken hier. Der Dampf ist aber auch so blau, ne? Das ist schon irgendwie interessant hier, der Planet. Ah, jetzt lässt es gerade nach. Schade. Was ist denn das eigentlich für Material, was da dran hängt? Das ist irgendwie so ein Kristall. Einfach Kristallfragmente. Oder haben wir es mit Chrom zu tun? Und Chrom können wir ganz gut mitnehmen. Davon haben wir nämlich noch nicht so viel. Aber ich befürchte gerade leider, dass wir hier die Bakterien nicht finden werden. Das sieht hier gerade nicht so aus. Ich sehe halt hier auch null welche, ne? Also, entweder sind die sehr gut getarnt, sag ich mal, oder wir haben hier einfach Pech. Und sind gerade auf der falschen Ebene hier. Im falschen Biom dafür. So, dann steigen wir mal wieder ins Schiff. Und schon sind wir wieder im Cockpit. Ja, leider haben wir dann die Bakterien nicht, ne? Aber ich würde, glaube ich, sonst hier auch weiterfliegen, weil ich glaube, hier gibt es nur von die Kulua. Hier glaube ich auch nur. Ich weiß es nicht genau. Wir könnten es natürlich sonst mal austesten, ne? Das ist auch das Interessante hier. Der hat eine Argon-Atmosphäre, der Planet, auf dem wir uns gerade befinden. Der andere gerade nicht. Nachbarplanet, und der ist hier nur 16,4 Lichtsekunden entfernt. Also das ist richtig nah, aber der hat nur geologische Signale. Millionen Meter, das ist ja quasi nichts, ne? Also da könnten wir fast schon so mit den chemischen Triebwerken hinfliegen, sag ich jetzt mal. Ja, und es ist leider ziemlich dunkel hier geworden. Ich glaube, letztes Mal war es auch schon nicht so hell hier, aber da sich ja alle Planeten und so weiter hier auch bewegen, gibt es hier natürlich auch mal wieder Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Aber wir könnten ja so einen 12-Stunden-Stream machen. Dann düsen wir da mal eben rüber. Das machen wir natürlich nicht, aber das wäre schon mal eine witzige Idee, ne? Da jetzt einfach so hinzufliegen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Super Cruise hier. Na, ab und zu will er das hier nicht anerkennen. Dass da der Fluchtvektor ist, am besten immer einmal boosten, das reicht meistens schon, dann geht's meistens doch. So erfahrungsgemäß jedenfalls. Ich muss ja auch gleich nochmal in die Außenkamera gehen. Und hier dieses Gestirn, sag ich mal, aus diesen drei Planeten angucken. Das ist schon cool, ne? Das jetzt hier aussieht, ne? Das Schiff da so ganz komisch hochfliegt. So, dann nehmen wir mal Kurs auf das nächste System. Es sind ja auch nur 18 Sprünge.
So, hier haben wir es wieder mit dem F-Stern-System zu tun. Sehr hell. Sonnenbrillen immer aufsetzen, nicht vergessen, ne? Ja, aber es gibt hier auf jeden Fall 8 Planeten. Dann schauen wir doch mal, was dabei ist. Sehr viele Metallwelten hier. Sogar eine mit einer Wasseratmosphäre. Das finde ich ja irgendwie immer interessant, ne? Wenn es mal eine Wasseratmosphäre gibt. Da frage ich mich aber auch, ob die Bezeichnung Wasserstoff nicht besser wäre. Oh. Wie cool ist das denn? Das ist echt eine erdähnliche Welt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich eine ist. Also wir haben echt ab und zu den richtigen Riecher, ne? Fliegen ein System weiter und das nächste, was da uns da erwartet, ist eine erdähnliche Welt. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Die werden wir natürlich jetzt hier auch anfliegen und einmal scannen, beziehungsweise dort erfassen. Das ist ungefähr ja, 1000 Lichtsekunden, also fast die doppelte Entfernung zwischen Erde und Sonne, die wir hier gleich zurücklegen müssen. Was ist näher, der Mond oder die... Ach, das ist ja spannend. Das ist tatsächlich ein Mond, diese erdähnliche Welt. Das ist ja interessant. Also wir haben es hier mit dem Metall, mit dieser metallhaltigen Welt zu tun. Das ist quasi der Hauptplanet, wenn man so möchte. Und die erdähnliche Welt hier ist eigentlich ein Mond. Das ist ja mal spannend. Gut, dann fliegen wir da gleich mal hin. Und solange hören wir uns hier nochmal die aktuellen Goinet News Nachrichten an, würde ich behaupten. Das hatten wir hier schon und das hatten wir auch schon. Das heißt, diese beiden Nachrichten sind hier heute am Donnerstag. Also für mich ist ja gerade Donnerstag. Haben wir hier eine kleine Zeitverzögerung. Sind die hier neu dazugekommen. Und zwar die Konvoi-Tragödie beendet regionalen Konflikt. Da hören wir uns das Ganze doch mal an hier. Konvoi-Tragödie beendet regionalen Konflikt. Warnung der Pilotenvereinigung. Imperium und Föderation lenkten nach dem tragischen Verlust mehrerer Anti-Xeno-Versorgungsschiffe im System Pich ein und sprachen ein Machtwort, um den regionalen Konflikt zu beenden. Die unabhängige Korrespondentin Carlin Troy berichtete für Vox Galactica. Pich fungiert als zentraler logistischer Knotenpunkt für alle Ressourcen, die an die Frontlinien der Systeme gehen, welche rund um den Mahlstrom Laigong von der Invasion bedroht sind. In den vergangenen Tagen kam es aufgrund des internen Konflikts immer wieder zu Verzögerungen der überlebenswichtigen Nachschublieferungen. Schließlich kam es zur Katastrophe, als ein Konvoi mit Anti-Xeno-Waffen von Imperium-streuenden Schiffen zerstört wurde, da man irrtümlich annahm, es handle sich um lokale Versorgungsschiffe der Föderation. Kaum hatte die Nachricht die Runde gemacht, bestätigten Führer von Gauluia Exchange und des Gliese 44 Citizens Forum, dass man Befehl zur Aushandlung eines sofortigen Waffenstillstand erhalten habe. Die Fraktion Gliese 44 Citizens Forum hatte sich zu diesem Zeitpunkt klar im Vorteil befunden, bei der Fraktion Gauluia Exchange dürfte die Entscheidung also für Erleichterung gesorgt haben. Imperator Arissa Lavigny Duval kommentierte die Lage in einer persönlichen Stellungnahme. Wir gestehen den dem Imperium verpflichteten Fraktionen ein gewisses Maß an Autonomie zu, allerdings nur unter der Bedingung, dass die strategischen Ziele des Imperiums zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden. Eine Sabotage der Bemühungen, die Menschheit gegen die Targoiden-Invasion zu verteidigen, kann und wird nicht toleriert. Ich befehle den Vertretern des Gliese 44 Citizens Forum daher, sofort einen Waffenstillstand mit den Nachbarn der Föderation auszuhandeln. Präsident Zachary Hudson veröffentlichte ein ähnlich lautendes Statement. Dieser tragische Vorfall hätte verhindert werden können und müssen. Pich ist ein der Föderation zugehöriges System, und wir haben die Pflicht,
in dieser Region für einen sicheren Transport aller Antixeno-Ressourcen an die Front zu sorgen. Wir dürfen es nicht dulden, dass solche egoistischen Streitereien unser allervornehmstes Ziel gefährden. Wir haben die Fraktion Gaoluya Exchange daher aufgefordert, unverzüglich eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden. Sowohl die föderalen als auch die imperialen Fraktionen werden ihre Unterstützer dennoch auszahlen. Belohnungen sind ab sofort an Bord von Tiptreeport erhältlich. Okay, da gab es also jetzt tatsächlich noch eine Art, ich sag mal, diplomatische, eher friedliche Lösung. Nachdem dort wohl eins der Schiffe abgeschossen wurden, die Antisino-Materialien oder Waffen an Bord hatten. Das heißt, der Konflikt zwischen Föderation und Imperium wurde erstmal so jedenfalls temporär beseitigt, sag ich mal. Oder was heißt beseitigt? Gehemmt, könnte man vielleicht sagen. Bevor der wahrscheinlich dann wieder ausbricht bei der nächsten Gelegenheit. Aber da in diesem System gab es ja durchaus verschiedene Streitigkeiten. Ist aber auch interessant, wie schnell es hier immer wieder zu solchen Scharmützeln kommt, ne? Also, das ist schon ziemlich krass hier im Elite-Universum. Wie schnell sich hier irgendwelche Fraktionen im Krieg befinden. Oder halt einzelne Schlachten schlagen, Konflikte hier geführt werden. Und das, obwohl wir hier eigentlich alle Ressourcen im Überfluss hätten. Wenn man sie denn nach Logik, Vernunft und Plan unter den Leuten verteilen würde. Aber das ist natürlich nicht gewollt. So, hier haben wir jetzt diese erdähnliche Welt, die tatsächlich Mond ist. Das ist auch recht ungewöhnlich. Erdähnliche Welten sind ja normalerweise eigenständige Planeten und haben da vielleicht einen kleinen Gesteinsmond oder so um sich herum. Aber dass wir es hier wirklich mal mit einer Welt zu tun haben, die selber ein Mond ist, ist schon relativ selten. Also da haben wir noch wirklich was Interessantes heute entdeckt. So, und wir haben es hier mit einem Planeten zu tun, der hatte 0,3 Erdmassen. Radius 4450 Kilometer. Ich glaube, die Erde hatte was von 6300, also 6400 kann man vielleicht grob sagen. Also ein ganzes Stück kleiner. Die Schwerkraft ist geringer, deutlich geringer, 0,62. Aber ich würde behaupten, immer noch spürbar. Die Gradzahl hier ist auf der Erde, also der Erde verblüffend ähnlich. Das sind ungefähr, glaube ich, 13 Grad Celsius, wenn ich mich nicht täusche hier. 0,55 Atmosphären ist also deutlich leichter. Umlaufzeit beträgt hier 27,4 Tage. Und das Ganze hier hat eine gebundene Rotation, also der dreht sich zwar schon um sich selber, aber ganz langsam hier. Er hat nämlich ungefähr einen Monat hier. Das ist ja ungefähr ein Jahr lang, was schon ziemlich wenig ist, ne? Der Abstand hier 900 Lichtsekunden, das heißt, der bewegt sich aber, glaube ich, auch sehr, sehr schnell fort. Oder ist das hier alle 30 Tage um diesen Planeten? Wahrscheinlich ist das so gerechnet, ne? Ich gehe mal davon aus. Aber auch interessant hier, dass wir wirklich mal so eine erdähnliche Welt hier finden und das so als Mond. Das ist witzig. Dann hätte ich mal Interesse hier dran an ED Discovery. Was sagt denn ED Discovery, wie wertvoll das Ganze hier ist? Tatsächlich 2 Millionen, ne Quatsch, 3 Millionen ist hier dieser Planet wert. Und 4 Millionen hier diese erdähnliche Welt. Dieser Mond. Das ist ja auch mal interessant. Also haben wir jetzt hier 6 Millionen Credits plus X verdient. Dann würde ich jetzt hier gerne mal dran vorbeifliegen. Allerdings in einen gebührenden Abstand. Ich möchte hier nicht irgendwie dagegen krachen. Ah, hier unten ist das, glaube ich, eine recht kalte Welt. Also hier, das hat ja ein, also dieser Planet hat ja hier ein riesiges Eisschild hier unten am, ich glaube, Südpol ist das. Da sehen wir auch, glaube ich, so Tundra-Wälder vom Farbton her. Sieht schon sehr interessant aus. Hier oben sehen wir gerade nochmal die tödliche Zone hier. Das Gelbe sollten wir nicht überschreiten. Sonst macht's bumm. Ein paar Wüsten gibt es aber auch, habe ich gesehen. Und viele Wirbelstürme hier. Und hier ist gerade natürlich nur dieses riesige Eisschild.
So, vielleicht mal ein kleines Stückchen weiterfliegen hier. Vielleicht ein bisschen schneller. Wo denn da? Was ist das denn da für ein Loch? Ah, ich glaube, das sind nur Wolken. Vorne sieht das auch relativ schwammig aus, ne? Also, nicht schwammig, sumpfig. Das war das Wort, was mir gerade fehlte. Sumpfig sieht es hier vorne aus. Oder wie diese... Nennt sich das Tundra? Tundra ist das doch da bei Russland und so, ne? So sieht das hier so ein bisschen aus. Ja, so wie bei Kanada gibt es das ja auch so eine Ecke, eine Region. Oh, da haben wir wieder einen Wirbelsturm. Wir gucken hier direkt ins Zentrum. Der Planet guckt uns an. Und wir gucken zurück. Ja, ist eine hübsche Welt, würde ich behaupten, ne? Also. Oh, hier noch mit dem eigentlichen Planeten, der jetzt hier so klein erscheint, weil er so weit weg ist. Als ob es der Mond wäre. Das ist schon ein interessantes Motiv hier gewesen. So, dann haben wir den Planeten hier auch, ich denke mal, ausgiebig erkundet. Kurzer Wobei-Flug, relativ nah dran wobei. Da würde ich hier aber auch tatsächlich dann weiterspringen, nach dieser schönen Entdeckung. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Hier haben wir auch schon das nächste Sternsystem, aber wieder, wie gehabt, hier sehr viele Eisplaneten. Ich würde mal schätzen, das ist hier ein M-Sternsystem, ohne dass ich jetzt gerade vorher drauf geachtet habe. System scan complete. Oh, halt, bevor ich jetzt hier den nächsten Sprung einleite. Ja, war ein M-Stern, habe ich euch doch gesagt hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Viele kleine Eisplaneten, alle ohne Atmosphäre. Was ich ja hier noch suche, ist so ein Kleinstplanet, der unter 199 Kilometer im Radius ist. Das war nämlich bisher der kleinste Planet, den wir entdeckt haben. Da würde ich es cool finden, wenn wir da mal was noch kleineres finden würden. Aber das war so bisher unser Rekord, was den kleinsten Planeten hier betrifft.
Plan complete. Aber hier sind ja alle so um die 800 Kilometer oder so. Also alle deutlich größer, sind eher so groß wie diese typischen Eismonde von Gasriesen, würde ich mal behaupten. Und das könnte vielleicht schon wieder etwas interessanter werden. Wir haben jetzt hier im nächsten System einen G-Stern, also einen sonnenähnlichen Stern. Und in denen gibt es ja neben den F-Sternsystemen ja auch häufig Wasserwelten oder erdähnliche Welten. Das heißt, vielleicht haben wir da auch wieder Glück. Schauen wir mal. Weiter genug weg und haben auch noch den Tank wieder voll getankt. Das ist doch gut. Wir haben was mit dem Kohlendioxid Atmosphärentyp zu tun. Das sieht aber auch sehr, sehr düster hier aus irgendwie, ne? Gelb, schlammgrün, so ganz merkwürdig. Oh, und Wasserwelten soll es hier wohl einige geben, so wie ich das hier sehe. Eine haben wir schon. Hier hat auch noch einen Mond. Diesen Metallplaneten, so wie es aussieht. Und es gibt hier noch eine Wasserwelt. Ich sag ja, die kommen meistens zu zweit vor. Ich weiß nicht warum. Aber es ist wirklich sehr, sehr häufig so, dass die hier zweimal in so einem System vorkommen. Ich glaube, was ich noch nie hatte, sind zwei erdähnliche Welten, glaube ich, in einem System. Aber bis so zu drei Wasserwelten, das hatten wir schon öfter tatsächlich. So, wo sollten wir denn dann vielleicht zuerst hinfliegen? Wo ist denn der Wasserplanet hier? Ist das bei Nummer 4? Ich glaube ja, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. 4 und 5 und hier 3 und... 3a. Gibt es da Leben? Nö, leider nicht. Schade. Dann fliegen wir doch erstmal zu denen hier. Dann haben wir auch wieder genug Zeit, hier die aktuellen Gonet News anzuhören. Wobei, das könnten wir danach machen. Wenn wir bei den beiden Planeten waren und dann weiterfliegen zu der anderen Wasserwelt und dem Mond. Dann haben wir nämlich eine etwas längere Distanz. Die sind auch, glaube ich, nur 2 Lichtsekunden auseinander. Das ist auch nicht gerade so viel. So, noch 300 Lichtsekunden. Und 100. Und dann sind wir da auch gleich schon. Kommen dann sehr schnell näher hier. Jetzt gerade den anderen Planeten nicht. Ach, da vorne ist er aufgetaucht. Da ist er. Das hier sind zwei Planeten. Das ist nicht der Mond davon, sondern die umkreisen hier einen gemeinsamen Schwerpunkt. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das rein astronomisch gesehen auch so als eine Art von Mond zählt. Aber das ist jetzt nicht so der klassische Mond, wie wir ihn hier von der Erde kennen. Ich finde diese Metallplaneten ja manchmal echt richtig hübsch, ne?
Also hier diese Farbgebung auch, so dieses Grau bis, ich sag mal, leicht ne, dunkelbeige. Was ist das für eine Farbgebung? Diese großen Wirbelstürme. Dann auch manchmal im Norden und Süden. Oder manchmal nur auf einer Seite, also auf einem Pol. Diese riesigen Eiskappen, ne? Das sieht schon recht speziell aus. Ja, und reicht das? Das reicht, der Planet hier ist gescannt worden. Aber wir haben hier auch noch diese Wasserwelt. Die ist aber auch nicht so weit weg, wobei... Oh, 4 Lichtsekunden ist doch schon recht weit weg. Ich dachte, es wäre deutlich weniger. Aber das ist ja auch nicht der Mond, sondern im Kreisen ja hier nur den Schwerpunkt. Von daher geht das noch. Da habe ich auch schon ganz andere Konstellationen gesehen hier tatsächlich. So, nicht zu schnell. Wir wollen ja weder dran vorbeifliegen noch mit dem Planeten hier kollidieren. Ah, das ist aber eine der etwas schöneren Wasserwelten hier. Es gibt ja auch manchmal so welche, die einfach nur so komplett dunkelblau sind, wo zum Teil auch nicht mal eine Wolke zu sehen ist. Das hier ist wiederum eine mit sehr großen Polkappen und natürlich hier noch den Wirbelsturm darauf. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier noch Planet Nummer 3 und 3a. Die sind ja ein bisschen weiter jetzt weg, so 1000, ja knapp 600 Lichtsekunden. Da können wir dann ohne Probleme hier nochmal kurz die nächsten und auch den letzten Eintrag hier danach bei den Nachrichten hören. Und zwar hier, die Mahlstromsonden erzielen positive Resultate. Wir erinnern uns, da hatte Aegis ja was ausgetestet, so nämlich so eine Art neuen Feldneutralisator einzurichten, der dagegen gewappnet ist. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier zu hören bekommen. Mahlstromsonden erzielen positiven Resultate. Mithilfe des von Aegis entwickelten Prototypen eines Targoiden-Impulsneutralisators ist nun erstmalig der Transit durch die Energiebarriere im Zentrum eines Mahlstroms geglückt. Professor Albertus Rowe gab dazu eine offizielle Stellungnahme ab. Wir haben per Fernsteuerung mehrere unbemannte Sonden mit Targoiden-Impulsneutralisatoren in den Taranis-Mahlstrom gelenkt. Der ungeheuer starke elektromagnetische Impuls im Inneren der Wolken hätte sie zurückschleudern müssen, doch die Signale bestätigen, dass die Sonden unbeschadet weiterflogen. Die Methoden, die wir zum Schutz der Sonden einsetzen, sind das Ergebnis der Erforschung nicht klassifizierter Relikte von Oberflächenstädten der Targoiden. Diese Artefakte waren unschätzbar wertvoll für die Entwicklung der neuen Module. Erste Experimente unter der Leitung von Ramtar und Professor Palin hatten ergeben, dass die nicht klassifizierten Relikte ein Energiefeld erzeugten, wenn man sie unter Strom setzte. Dieses Energiefeld war auf derselben Frequenz zu verorten wie der Impuls des Mahlstroms. Leider brach die Verbindung zu unseren Sonden kurz nach der Übertragung abrupt ab. Bislang konnten wir nicht verifizieren, was zu diesem Zeitpunkt mit ihnen geschah. Wir werden das Experiment in anderen Mahlströmen wiederholen, aber wir glauben, dass es erfahrene Piloten braucht, um zu ergründen, was im Inneren wirklich vor sich geht. Aiden Tanner, der Aegis als unabhängiger taktischer Berater unterstützt, schrieb in einem Ergänzen den Bericht. Mein Team hat weitere Tests mit dem neuen Modul durchgeführt, das diesmal auf bemannten Schiffen installiert wurde. Ich kann bestätigen, dass das neue Modul unsere Schiffe im Kampf gegen Targoiden Interrupt Orin in ähnlicher Weise vor Schäden bewahrt,
sie der bereits existierende Abschaltfeldneutralisator. Doch sowohl Gewicht als auch Energiebedarf sind deutlich höher. Das neue Modul eignet sich also besser für die Erforschung der Malströme. Aegis bestätigte, dass man bereits an einem Produktionszeitplan für den Targoiden-Impulsneutralisator arbeitet und die Öffentlichkeit in wenigen Tagen über das weitere Vorgehen informieren wird. Ja, das sind nochmal gute Nachrichten. Das heißt, die Experimente mit der Sonde da sind geglückt und mit den Sonden konnten da jetzt ein bisschen weiter vordringen, werden sie jetzt noch ein bisschen austesten. Und das passt ja auch zeitlich, glaube ich, ganz gut, denn wenn ich das richtig gehört habe, jetzt ohne Gewehr, soll ja am 9. Mai schon das nächste Update hier kommen. Dann bin ich mal gespannt, was uns dann da erwartet. Jetzt wissen wir auch, was es mit diesen grünen Relikten auf sich hatte. Wir erinnern uns ja, es gab ja einige Commander, die hatten dort diese blauen Guardian-Relikte mitgenommen. Hatten die zu diesen Oberflächenstädten, diese Station, die es ja quasi von den Targoiden gibt, an der Oberfläche mitgenommen, hatten die dann da reingesetzt. Dadurch ist dann irgendwie so eine Art, ja ich sag mal, ein Prozess vonstatten gegangen, wodurch die dann sich in grün umgewandelt haben. Das sind ja sonst immer diese kristallblauen, ja im Grunde so blaue Kristalle, so sehen die aus. Die haben sich dann umgewandelt in grüne, die auch als unklassifiziert bisher gelten. Und die werden jetzt wohl scheinbar dazu eingesetzt, diese etwas größeren Feldneutralisatoren dann zu betreiben, die aber wohl eher für die Malströme geeignet sind, wie wir es ja gerade gehört haben. Also ist jetzt wohl nichts für die ganz normalen Anti-Targoiden-Kämpfe. Aber spannend, also ich würde auch gerne mal reinfliegen in so einen Malstrom, aber halt nicht mit diesem Schiff hier. Und tiefer als 50 Kilometer kommen wir ja glaube ich noch gar nicht, ne? Das ist glaube ich so die letzte Info, die ich jetzt mitbekommen hatte aus dem Bubble. Dass da bisher dann, sag ich mal, Schluss war. Danach kam nur noch diese riesige Welle und hat einen weggeschleudert. Das heißt, im Grunde, sobald wir diese Welle hinter uns lassen können, mit Hilfe der neuen Feldabschaltungen, müssten wir da eigentlich reinkommen können und diese 50 Kilometer Marke knacken. Wie hoch ist hier die Schwerkraft? 0,3 G, das passt. Wir haben jetzt hier noch 14 Sprünge vor uns heute. Das machen wir heute ganz gemütlich. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, das in eine Stunde reinzuquetschen. Und hier auf dem Planeten gibt es zwar nichts, aber ich möchte hier trotzdem ganz gerne landen, um mir hier auch die Erstbetretung zu schnappen. Ich glaube, ich lande mal da auf dieser Eisfläche. Die sieht doch irgendwie ganz interessant hier aus. Ein merkwürdiges Gelände hier, ne? Sehr, sehr schroff und dann diese hohen Berge dazwischen. Es sieht schon sehr merkwürdig hier aus, das stimmt wohl.
Okay, gehen wir dann mal in die Landung über. Geeignet. Hier dürfen wir nicht landen, aber hier vorne. Perfekt. So, dann steigen wir mal kurz aus. Und kriegen hier die Erstbetretung. Also ein bisschen auf dem Planeten herumlaufen würde ich ja schon gerne. Ja, wenigstens wissen, was das hier so für ein Planet ist. Er ist relativ unspektakulär, glaube ich. So weiß bis beige Farben, zum Teil braun. Da hinten sind ja so ein paar Berge. Der Boden ist, das hört man ja hier gerade, relativ hart. Wenig Sand, so wie es das anhört. Und hier stehen so komische Geröllhaufen herum. Der ist aber schon ein bisschen merkwürdig hier, ne? Der sieht so platziert aus hier. Aber es kann ja auch sein, dass das hier oben einfach so Erde ist, die jetzt da drauf fliegt. Und das Gesteinszeug, das sind eigentlich kleinere Gesteinshügel, die da einfach liegen. Aber mehr ist dann hier wohl auch nicht zu holen hier. Gehen wir mal wieder an Bord. Berg da hinten links hier, der ist wohl ungefähr 400 Meter hoch. Auch gar nicht mal so wenig. Aber zum Teil sind die Berge hier echt komisch geraten. Genauso wie die Vulkane mittlerweile. Oder diese Vulkanschlote, sag ich jetzt mal. Also ganz ist das noch nicht akkurat hier. So, und jetzt haben wir hier noch die 14 Sprünge vor uns. Da würde ich sagen, mach's gut, kleiner Planet. Macht's gut, Wasserwelten. Wir werden uns wahrscheinlich nie wieder sehen. Aber vielleicht wird ja eines Tages ein anderer Erkunder hier unsere Planeten finden, die wir hier entdeckt haben, und dann Grüße an uns senden. Wer weiß. So, hier haben wir auf jeden Fall ein System mit mehreren Gasriesen. 75.000 Kilometer im Radius, also das ist definitiv auch so ein Jupiter-Klasse, sage ich jetzt mal dazu. Das hier ist eher so ein Saturn-ähnlicher, besteht aber hier aus so einem blauen Material. Und hier soll es von Ammoniak-Welt geben. Und das ist interessant. Die nehmen wir dann natürlich auch gleich mit. Ah, ich dachte gerade schon erdähnliche Welt, aber nee. Leider hier nur ein felsiger Eisplanet, aber der ist manchmal auf einer ähnlichen Signal hier in der gefilterten Spektralanalyse. Unten rechts könnt ihr es ja sehen. Erdähnliche Welt mit diesem grünen Marker. Und leider ist das aber keine erdähnliche Welt. Noch weiter rechts sind wir dann hier Ammoniak-Welten. Da haben wir ja gerade eine gefunden. Und Wasserwelten sind dann hier noch ein Stückchen weiter. Also das Erkunden ist ja eigentlich eh auch ganz simpel von der Mechanik her hier, finde ich. Natürlich auch noch ein bisschen entspannender hier. Und hier gibt es mal einen Gasriesen mit wasserbasierten Leben. Da rede ich schon die ganze Zeit von, dass wir die eigentlich mal wieder öfter scannen sollten, aber irgendwie fliege ich dann immer weiter.
nehme die gar nicht mit hier. System Scan complete. So, okay, diese Ammoniakwelt, die ist einfach hier. Ist auch kein Mond oder so. Da sind ja auch nur 180 Lichtsekunden. Die nehmen wir eben kurz mit. Wir legen jetzt ungefähr gerade die Distanz zurück zwischen Sonne und Merkur. Und ich glaube, lange brauchen wir auch nicht. Ja, und knapp eine Minute, da haben wir ihn schon erreicht. Den Ammoniakplaneten. Den werden wir natürlich auch wieder hier erfassen und schießen hier die ganzen Sonden ab. Und schmeißen hier die Aliens, die vielleicht darauf liegen, ein bisschen mit Müll. Elektronikschrott. Können Sie sich schon mal dran gewöhnen, was ihnen blüht. Falls wir hier mal hinkommen. Was hatten wir eigentlich so für Daten? Der ist groß. Der ist ein Drittel größer als die Erde, hat eine ähnliche Gravitation. Minimal höher. Ist ein Stückchen kälter hier mit 180 Kelvin. Hat einen sehr hohen Atmosphärendruck tatsächlich. Und hat hier noch eine gebundene Rotation. Ihr kennt das ja schon, das heißt einmal eine Seite zeigt zum Stern, währenddessen auf der anderen Seite immer die Dunkelheit herrscht. Und 136,7 Erdentage sind hier ein Tag bzw. auch ein Jahr lang. Ja, leider sehen wir bei dem hier auch sehr wenig auf einer Oberfläche. Deswegen ich hier dann einfach direkt weiterfliegen würde. Also wir sehen da ja eigentlich größtenteils nur Wolken. Ab und zu kann man da vielleicht noch so ein bisschen so einen See erkennen oder so, aber... Oder vielleicht auch die Pole, als da große Eisflächen sind. Aber viel mehr sieht man da leider nicht. Wo müssen wir denn hin? Da hinten? Und ich weiß auch gerade gar nicht, habe ich euch eigentlich erzählt, dass meine Tastatur wieder funktioniert? Ich glaube schon, ne? Die hatte ich ja hier im Stream, ich glaube das war Nummer 143. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube das war 143. Ja, versehentlich bei 2 Stunden 30 mit Cola übergossen. Ich bin irgendwie mit der Hand am Mikrofon hängen geblieben. Ich habe volle Kanne mein Cola-Glas umgekippt und ich glaube so 250 Milliliter Cola sind so richtig in meine Tastatur rein. Ich habe den erstmal grob gereinigt. Dachte so, hm, könnte funktionieren. Habe dann aber festgestellt, die ganzen Tasten hakten so. Und blieben zum Teil einfach hängen. Ne? Man drückt die Tasten rein, die hingen dann einfach unten drin und kamen ganz langsam wieder hoch. Was gerade bei verschiedenen Spielen doch sehr anstrengend war. Dann hatte ich sie ja komplett auseinandergenommen. Ich habe das ja so ein bisschen bei Instagram, sage ich jetzt mal hier ein bisschen... gezeigt, was ich da getan habe und Tasten in so eine Schüssel rein mit Wasser. Die ganzen einzelnen Tasten da rausgerissen. Vorsichtig natürlich. Und habe dann auch das ganze Gehäuse entfernt und das alles in die Badewanne geschmissen, beziehungsweise in eine Schüssel und so. Und ja, was soll ich sagen? Es war danach doch deutlich besser. Hat das Ding dann 2 Tage lang getrocknet. Und jetzt funktioniert sie auch wieder primär. Es gibt ein, zwei Tasten, die haken noch so ein bisschen. Das sind aber so doofe Tasten.
Da sind so, ich sag mal, so Metallspangen drunter oder so Metalldrähte, die da irgendwie so dranhängen. Und das Problem daran ist, dass man die halt kaum in die Taste gedrückt kriegt und gleichzeitig kaum in die Tastatur selber. Das ist nämlich so beides. Und das ist eigentlich so eine Rubberdamm mit irgendwas Gerät von der Bauweise hier. Und mit diesem Metallspangen ist das doch echt ziemlich schwierig, die da reinzukriegen. Das sind aber auch nur so ein paar wenige. Also die Enter-Taste klappert so ein bisschen, aber im Gegensatz zu vorher ist das doch eine Steigerung von 3000%. Und ich bin ja noch echt froh, dass die wie noch funktioniert hier. Zumal finde ich das so schön, dass die hier so eine rote, auch wahlweise eine blaue Hintergrundbeleuchtung hat. Kann ich hier immer schön sehen, wo die Tasten sind, selbst im Dunkeln. Und dieses System hier ist wahrlich interessant. Also ich scanne hier gerade so durch nebenbei und erzähle euch das mit der Tastatur. Bin aber gerade schon ein bisschen ins Staunen geraten, weil wir hier doch einige sehr interessante Planeten gerade drin hatten. Und zwar nicht nur ein paar, sondern richtig, richtig viele. Das System hier ist so ungewöhnlich, dass ich hier echt gerne eigentlich noch länger bleiben wollen würde. Ich aber nicht weiß, ob das so sinnvoll wäre, weil wir haben hier wahnsinnig viele biologische Signale. Und mit wahnsinnig viele meine ich wirklich wahnsinnig viele. Ich glaube, es gibt hier 30 Stück in diesem System. Allein hier war das, glaube ich. 6 biologische Signale. Nochmal 5. Nochmal 5. Nochmal 4. Und nochmal 3. Also das ist der Wahnsinn. Was ist das denn hier alles? Das ist ja auch alles so die gleiche Planetenart, ne? Haben hier aber auch alle die gleiche Atmosphäre. Also ich glaube, zu dem hier, Planet Nummer, was ist das? 1C, würde ich gerne hinfliegen. Da gibt es halt 6 biologische Signale. Das reizt mich gerade doch schon ein bisschen. Gibt es auch nochmal 2. Hier gibt es sogar 3. Also es ist richtig viel gerade. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier wirklich auf jedem Planeten landen möchte. Weil daraus müsste ich quasi einen eigenen Stream machen. Weil das so viele sind. Und wir sind ja auch eigentlich nur noch 12 Sprünge von unserem System entfernt, ne? Also ich möchte da jetzt eigentlich ungerne mich wieder umentscheiden und jetzt doch dann erst am Sonntag hier den Neutronenstern da unten erreichen. Weil mein Plan war ja dann eigentlich, dass wir Dienstag hier bei dem großen Nebel sind und Sonntag wollte ich dann eigentlich da runterfliegen. Beziehungsweise in der Sonntagsfolge. Das ist dann so schade, wenn man gerade nicht streamen kann, weil ihr könntet mir das jetzt gerade schreiben. Jetzt kann ich nur rätseln und mutmaßen, was gefällt euch. Landen, biologische Proben sammeln oder weiterfliegen. Ne? Das ist halt ein bisschen das Blöde. Das könnt ihr mir dann höchstens in den Kommentaren reinschreiben. Könnt ihr auch sehr gerne machen, was ihr vielleicht insgesamt schöner findet. Also sollen wir vielleicht wirklich mehr auf Planetenoberflächen sein und vielleicht auch mehr Zeit sogar dafür bringen? Und hier geologische und biologische Signale abdecken und da mal schauen, was da so los ist? Oder sollen wir die Reise ein bisschen beschleunigen und mehr von System zu System springen? Also das könnt ihr mir echt gerne mal reinschreiben. Weil ich mir da immer so ein bisschen unsicher bin. Vielleicht könnte ich hier auch auf YouTube eine Community-Umfrage machen. Aber soweit ich das richtig in Erinnerung habe, können leider nur Leute abstimmen, die, glaube ich, auch einen YouTube-Account haben. Was ich dann wieder auch ein bisschen doof finde. Oder ich frage euch das einfach mal Dienstag im Stream. Wird das sonst jetzt irgendwie auswürfeln, sag ich mal. Ich will ja auch, dass die Reise für euch schön ist und nicht nur für mich hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf diesem Planeten hier auch alles vorkommt, ne? 6 biologische Signale, schon echt viel. Aleoida, Bakterien, Concha, Funguida. Ich hasse Funguida. Ich hasse diese Pilze. Stratum, Tussock und so weiter. Ich glaube, dann würde ich mal hier in so ein
Concha-Gebiet fliegen. Die sind da vorne, ne? Gibt es denn da auch noch andere Objekte? Pilze soll es da auch geben. Eigentlich alles bis auf Aloeida. Bin ich mal gespannt hier. Flieg jetzt mal. Da fliege ich hin. So, eigentlich ein hübscher Planet hier, finde ich, ne? Wie hoch ist eigentlich die Gravitation? Sollte man vielleicht vorher checken. Aber das ist ja nur ein Mond vom Gasriesen. Ah, 0,15, das passt schon. Auf jeden Fall sehr hügelig hier vorne. Wir sehen es ja. Und rechts scheint so eine Art Plateau zu sein. Irgendwelche anderen Signale sind hier nicht auf dem Planeten. Wir hatten ja ein, zwei Systeme gefunden mit Planeten, wo ja auch wirklich nichtmenschliche Signaturen vorzufinden waren, was schon ein bisschen gruselig ist, wenn da so ein Targoiden-Sensor plötzlich auf so einem Planeten herumliegt. Wir brauchen ein sehr, sehr schroffes Gelände hier, ne? Ob wir hier glücklich werden, mal gucken. Ich versuche jetzt erstmal hier auf dieser Fläche da vorne zu landen. Da vorne links ist es auch noch viel schlimmer. Ich glaube, hier vorne geht es sogar noch. Was ist wirklich ein sehr schroffes Gelände hier vorne. Mal sehen, was wir da so finden. Oh, die Atmosphäre hier ist schön. So hellblau bis so... Ah, dunkeltürkis, was ist das? Ich glaube, dunkeltürkis könnte man das so nennen. Ach ja, ich habe mal übrigens nachgeschaut, was diese komische Farbe da war, wenn ihr mir das nicht eh schon in die Kommentare geschrieben habt. Da hatten wir ja, was war das denn nochmal? Funiculua entdeckt? Ich glaube, Funiculua waren es. Mit irgendwie Mauve oder so ganz komisch M-A-U-V-E geschrieben. Das ist sowas wie ein helles Flieder. Also ganz kompliziert. Da war ich auch selber erstmal so ein bisschen so, hä, was ist das? Das ist doch keine Farbe. Aber doch ist es tatsächlich. Kannte ich halt nur nicht, ne? So, hier können wir landen. Dann schauen wir uns doch erstmal hier mit der kleinen Sonde hier ein bisschen um. Mit unserer Drohne, wie ich das immer so schön nenne. Aber hier scheint gerade gar nichts zu sein. Also überhaupt nichts. Mal schauen. Wir steigen mal in den Rover. Oh, hier sieht es aber echt sehr trostlos aus, ne? Also hier soll es ja angeblich ganze 6 verschiedene Spezies geben. Was ja eigentlich schon verdammt viel ist. Aber ich sehe hier nicht ein Lebewesen bisher. Das ist schon ungewöhnlich auf diesem Planeten hier, finde ich. Hier in diesem Schlagloch vielleicht was drin. Ne, da ist auch nichts. Ne, ich weiß nämlich noch, dass diese Concha, wie sie ja hießen, dass sie meistens in solchen Erdlöchern vorgekommen sind, so im Schatten und sehr geschützt dort. Also mal schauen, ob wir sie hier finden. Jetzt einfach mal Richtung Gebirge düsen und mal schauen, ob wir hier was finden. Und gerade ruckelt es ein bisschen, aber ich hoffe, das hört gleich wieder auf hier. Ich habe das Gefühl, dass es ab und an mal vorkommt, wenn irgendwie gerade das Internet nicht so will oder aber das Spiel muss irgendwie so viele Texturen oder Daten nachladen. Dann hakt es auch so ein bisschen. Ach, guck mal.
Wenn man von Teufel spricht, da sind doch schon welche hier. Das sind doch Concha. Die kennen wir auch noch nicht. Neue Codex-Entdeckung hier. Handelt sich dabei um... Trommelwirbel. Concha Renibus in Rot. Und nach dem Scan nehmen wir natürlich auch gleich nochmal hier eine Probe. Stehen noch nur 3 Stück rum, das ist ziemlich wenig. Ja, die sehen immer ein bisschen sehr merkwürdig aus. Also sind meistens so komische, ich sag mal so ein Sitzkissen. So sieht das immer ein bisschen aus, unten mit so einem Stiel. Und oben ist dann so ein Geflubbel dran. Also gruselig sehen die schon aus, finde ich. Also würde ich sowas in echt sehen, ich würde da einen großen Bogen drum machen. Für mich sehen die auch irgendwie giftig aus, ich weiß nicht. Ach und oh, ich habe gerade ganz vergessen zu schauen, was denn hier Fumarola nochmal waren. Das muss ich nochmal eben schnell nachholen hier. Das wollte ich ja eigentlich mit euch hier machen. Das habe ich ja gerade völlig vergessen auf dem einen Planeten. Wo sind wir denn hier? Fumarola. Das sind extremophile Organismen, die man in Regionen mit aktiven Fumarolen findet. Ihr Stoffwechsel basiert ausschließlich auf chemosynthetischen und thermosynthetischen Mechanismen, die sich aus den nahen vulkanischen Aktivitäten speisen. Diese Nähe zur vulkanischen Hitze ermöglicht es ihnen auch in Umgebungen zu überleben, in denen es eigentlich zu kalt für sie ist. Sie enthalten häufig Mineralien aus dem Auswurf der Fumarolen. Die daraus resultierenden exotischen Färbungen lassen sie auf den ersten Blick anorganisch erscheinen. Okay, dann wissen wir schon mal, was wir da eigentlich entdeckt haben. Das war hier diese Aquatis-Art. Da gibt es ja hier noch diese Nitris, die haben wir auch schon mal vor kurzem entdeckt tatsächlich. Aber es gibt auch noch Extremus und Carabosis. Die kennen wir noch gar nicht hier. Ich glaube nicht, dass wir die noch entdecken, aber es wäre schon ziemlich cool. Und jetzt haben wir ja hier noch die Concha entdeckt. Das sind ja hier diese komischen Typen hier. Das ist ja genau diese Labiate-Art. Das sieht mal aus wie so eine komische... Wie so ein Monster, finde ich. Also die sind echt gruselig hier, die Teile. Die haben hier oben so einen komischen Schnabel. So sieht das aus. Sieht immer aus wie so ein Tier, was nur darauf lauert, dass da irgendwas sich nähert und dann wird das reingezogen und gefressen oder so. Oder so eine Art Muschel, aber ist es tatsächlich nicht. Genau, dann gibt es hier noch die Renibus. Die haben wir hier gerade entdeckt. Und die Concha Aureola. Was? Concha Aureolas oder so. Aureolas. Die habe ich, glaube ich, bisher nur einmal gesehen, aber in einer anderen Region der Milchstraße. So, und das sind hier hochspezialisierte, komplexe Extremophile, die robuste, bewegliche Schalenstrukturen entwickelt haben. Das heißt, die haben da so eine Art harte Schale drum, wie so ein Blütenblatt, nur anders, die sie dann öffnen und schließen können. Diese öffnen und schließen abhängig von den aktuellen Umweltbedingungen. Die Schalen bestehen aus organischem Material und bilden zusätzlich eine anorganische, isolierende und manchmal reflektierende Hülle, die dem Organismus hilft, die Homöostase, was auch immer das ist, aufrechtzuerhalten. Die bemerkenswert widerstandsfähigen inneren Organismen werden nur zu Stoffwechsel- und Fortpflanzungszwecken freigelegt. Okay, also das sind dann hier diese komischen Teile, die da rausgucken. Der Rest ist da sonst so eingeklappt, ne? Was ich da jetzt ja noch irgendwie cool finden würde, ist, wenn die halt wirklich auch sich mehr bewegen würden, so ein bisschen, ne? Also so bei Pflanzen kennt man das ja, dass die dann ja nach einer Zeit kann man das dann so sehen, dass die sich bewegt haben. So Richtung Sonnenlicht haben die sich dann ausgerichtet oder so. Das fände ich schon cool, wenn sie das hier noch machen würden, aber ich glaube, das tun sie gar nicht, ne? Ach guck mal, wir haben Pilze entdeckt. Funguida, ich hasse sie. Funguida Gelatus ist das, glaube ich. Aber bei denen verschwende ich jetzt erstmal keine Zeit. Ich will jetzt erstmal die Concha hier haben. Und die geht es mir ja jetzt hier eigentlich erstmal. Da ist mir gerade der Wagen abgehoben. Und da geht es aber tief runter. Ich glaube, das ist nicht so steil, ne? Also da können wir, glaube ich, ohne Probleme reinfahren. Würden wir jetzt nicht in irgendwie so ein Loch oder so. Hier ist leider nichts. Schade. Ah, da vorne.
Also noch ein paar. So, dann nehmen wir hier mal schnell die zweite von den drei Teilproben. Ja, guck mal hier, der ist geschlossen. Und auf jeden Fall guckt da nichts raus hier. Sieht echt aus wie so ein komisches Sitzkissen. So ganz komisches. War das nicht Hämorrhoidenkissen oder so ein Quatsch, der so aussieht? Ich glaube ja, ne? Irgendwie sowas sah doch, glaube ich, so aus. Irgendwie sowas hatte ich letztens im Laden in der Hand und dachte mir, was ist das denn? Auf jeden Fall gruselig aus. Und jetzt sind wir hier gerade in so einer... Ja, Schlucht würde ich es nicht nennen. Dafür ist es, glaube ich, zu klein. Aber so eine Art... Eine größere Spalte, so kann man das vielleicht nennen hier, ne? Da sind auch schon wieder welche. Ich weiß leider gerade nicht, wie weit der Abstand hier sein muss. Ich würde es einfach mal versuchen. Und die sind sogar schon weit genug weg. Das ist ja cool, dann können wir jetzt hier die letzte Probe nehmen. Also das sieht echt ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir irgendwie so, dass die irgendwie giftig sind und irgendwie so ihre Köpfe noch so quasi bewegen können. Dass die da vielleicht noch so Giftstacheln verschießen oder so. Irgendwie habe ich so diese Assoziation, wenn ich diese Teile sehe. Aber bisher gibt es ja zum Glück aktuell keine gefährlichen Pflanzen bei Elite Dangerous oder auch keine gefährlichen Pilze oder so. Und irgendwelche anderen Organismen. Was ich hier aber auch interessant finde, es scheint hier sehr viele Extremophile zu geben, die Mehrzeller sind. Soweit ich das kenne, sind Extremophile ja meistens eigentlich Einzeller, aber hier im Elite-Universum oder hier auf diesem Planeten scheint es anders zu sein. Und schauen wir da, jede Menge Pilze hier. Das sind irgendwelche Gelata in Gelb, so wie das aussieht. Auch ein neuer Codex-Eintrag. Das sind die sogenannten Fungoida Gelata Lime. Das sieht für mich aber eher aus wie richtig gelb und nicht sowieso gelb-grün. Aber gut. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Nehmen wir hier mal die nächste Probe von diesen komischen Dingern hier. Aus wie so ein gruseliger Hentai-Albtraum hier, ne? Irgendwie sowas. Gruselig. Oder wie so eine gruselige Pommes-Tüte. Mit so Tentakel-Pommes. Oder falls ihr diese dreieckigen typischen Pommes-Tüten kennt. Sowas in der Richtung. Aber irgendwie mit so Tentakel-Formen. Ein bisschen gruselig, die Dinger hier. Mal schauen, reicht das vielleicht schon, wenn ich jetzt hier so ein bisschen drum herum fahre? Dass ich hier noch die nächste Probe kriege. Weil dieses Problem an den Pilzen ist ja im Grunde eigentlich, dass das ja hier eigentlich nur die Fruchtkörper da oben sind. Der eigentliche Pilz, das Myzel, dieses Netzwerk, wie man es ja auch nennt, ist ja eigentlich unterirdisch. Das wird wahrscheinlich eigentlich ein großer Riesenpilz hier unten drunter sein, theoretisch. Oder vielleicht nur ein paar wenige. Hier haben wir gerade kein Glück. So, mal schauen, ob hier noch irgendwie was ist.
starten wir nochmal eben hier die Außenkamera. Weit und breit sehe ich hier gerade keine Pilze. Wenn irgendwo in Richtung Schiff waren ja nochmal welche, ne? Ob ich das nochmal wieder entdecke, das weiß ich nicht. Wir könnten ja mal hinfahren und schauen, ob wir da vielleicht unsere Reifenspuren sehen können. Weil denen könnten wir dann ja vielleicht folgen. Dann müssen wir vielleicht, wo wir ungefähr lang gefahren sind, und würden wieder auf die Ida da treffen, die wir vorhin schon entdeckt haben. Schöne Ruckelpartie hier vorne auf dem Planeten. Ja, komm, langfahren. So, was haben wir denn hier noch? Da vorne haben wir Glück. Direkt hier hinter. Da unten ist ein ganzes Nest regelrecht an Pilzen. Dann haben wir ja diesmal Glück hier. Ich habe ja eigentlich immer Pech mit den Dingern. Heute haben wir mal Glück. Das ist doch schön. Da haben wir schon die zweite von drei Proben. Frage, wo wir die restlichen noch finden. Das war ja jetzt schon eine größere Distanz, die wir hier zurücklegen mussten zwischen den beiden Orten. Geht es ja auch noch weiter. Ich würde da noch mal gerne kurz reinschauen. Gucken wir, ob ich da unten irgendwas entdecken kann. Aber nee, das sieht nicht so aus. Und das hier ist doch ein bisschen steiler, als ich dachte. Da werden wir bestimmt nicht runterfahren. Da wende ich mal lieber. Dann fahre ich mal lieber hier Richtung Gebirge da hinten weiter, was so ganz schroff war, da hinten das Gelände. Weil da wurde uns ja auf jeden Fall auch angezeigt, ey, da soll es Pilze geben. Ich glaube, es macht gerade mehr Sinn. Unten ist noch was, aber... Ah ne, es sind leider Concha. Schade, ich hätte mich gerade fast schon gefreut. Aber die Concha haben wir ja schon. Da sind noch mehr von den Concha. Eben stehen und werfen noch mal hier kurz die Sonde aus.
Wo ist denn hier was? Also vor uns ist nichts. Ich würde mich, glaube ich, mal hier so ungefähr halten. Also ich hätte ja echt gerne hier für die Erkundung noch erstens so mehrere Probensammler-Behälter. Das wäre das eine, was ich echt gerne hätte. Und das andere wäre gerne noch so eine Art der Drohne, die man hier einfach starten kann, die dann hier rumfliegt. Die kann man dann vielleicht einfach auswerfen, die folgt einem dann oder so. Automatisch. Dass die einen vielleicht sogar hier so rausziehen kann, rausheben kann aus einigen Löchern, falls man da vielleicht mal reinfällt. Das wäre eigentlich ganz cool. Und vor allem, dass man dann halt ihre Kamerasicht haben kann. Dass es dann vielleicht so einen gewissen Umkreis gibt um den Rover, wo man dann damit rumfliegen kann. Es gibt ja auch sonst diese Gleiter ja. Oder diese Mini-Fighter für die größeren Schiffe. Dass man das quasi so startet, dann fliegen die halt um einen rum. Wieder autonom nach dem Motto, ey hier, fliegt mal in meiner Nähe herum oder halt, ich will dich manuell steuern. Und dass man da dann noch so verschiedene Kameraperspektiven hat, wie, keine Ahnung, Nachtsicht und dann vielleicht noch sowas wie Wärmesicht aus Scheiß ein bisschen oder auch so einen biologischen Scanner, der vielleicht nochmal ein bisschen verständlicher ist als dieser Radar. Oder dass man da wenigstens gezielt rumschalten kann. So nach dem Motto, hier geologische Signale scannen. Biologische Signale scannen. Vielleicht sogar diese Art. Zum Beispiel hier Pilze. Ich möchte wissen, wo Pilze sind. Sowas in der Art finde ich auch nicht schlecht. Aber wir haben es ja schon gefunden. Pilze und Concha. Hier sind unsere Entdeckung. Das heißt, wir haben jetzt hier noch vier verschiedene Arten vor uns. Ob wir die jetzt alle noch finden werden, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich werde dann halt hier heute tatsächlich auf diesem Planeten bleiben. Gleich noch versuchen, ein paar weitere biologische Signale zu sammeln. Und in der Sonntagsfolge geht es dann einfach nur darum, dass wir dann von A nach B fliegen, Richtung Nebel. Und dann nehmen wir da noch diesen Neutronenstern, diesen, ich glaube, O-Stern war das, und den Herbig-Star, den nehmen wir dann noch mit. Dienstag sind wir dann auf jeden Fall beim Nebel. Vielleicht fliege ich auch schon mal ohne euch so ein kleines Stückchen vor, dass ich so direkt einen Sprung vom Nebel mich positionieren kann. Und dann können wir dann Dienstag weitermachen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Haben auch vielleicht ein bisschen mehr was zu entdecken und noch mehr zu bequatschen vielleicht sogar. Und finde ich nochmal spannender, als wenn man hier so von die normalen Systeme in Anführungsstrichen abfliegt. So, Nebel sieht auch auf jeden Fall immer ein bisschen interessanter auch aus, finde ich. Ja, und wie war das eigentlich nochmal von wegen hier jeweils eine Stunde, ne? Pro Folge. Die haben wir leider hier wieder massiv überschritten. Aber ihr kennt mich ja. So, ich mache das ja gerne. Also nicht, dass ich es gerne mache, aber aus Versehen mache ich es immer gerne, ne? So. Andererseits so Spielfilmlänge, warum nicht? Muss ich das Ganze hier ganz in Ruhe so nebenbei laufen haben lassen. So, wir starten den Antrieb. Jetzt hier erstmal im 90 Grad Winkel hoch. Ja, oder ungefähr 90 Grad Winkel. Gehen in den guten alten Super Cruise über. Und schauen dann mal, wo hier diese Concha wachsen. Nicht die Concha, die Aleoida wachsen. Denn da werden wir wahrscheinlich auch die anderen Sachen finden können hier. Und hier sind wir scheinbar jetzt schon echt aus der Atmosphäre hier raus, ne? Jetzt hier nur noch die Schwärze des Alls vor uns. Interessant.
So, den guten alten 45 Grad Winkel hier. Und dann gleich so ab 50 Kilometer Höhe ungefähr können wir ja hier wieder umschalten. Können wir nachschauen, wo hier der Rest ist. Schon ganz gerne auf der Tagseite bleiben. Weiß jetzt gerade nicht, was ich hier für ein komisches Manöver fliege, aber irgendwie kommen wir so wohl runter. So, hier können wir, glaube ich, irgendwo landen. Hier wächst auch angeblich alles. Also die anderen vier Spezies sollten wir eigentlich hier schnell finden können, aber mal schauen, ne? Ich würde sagen, wir landen jetzt hier quasi mal in diesem Dreieck von diesem beigefarbenen Gelände rechts, dem grauen Gelände links und dem großen Krater hier quasi jetzt gleich hinter uns. Dazwischen passt das, glaube ich, sehr gut. Gehen wir mal vorsichtig hier runter. Ich glaube, ich würde da vorne dann die direkte Landung vollziehen hier. Risse hier im Erdboden, das sieht ja urig aus hier. Bin ich mal gespannt, was wir hier alles sehen oder nicht sehen werden. Wir waren ja auch schon ein paar Mal auf solchen Planeten hier mit Kohlendioxidatmosphäre. Da vorne rechts sieht das doch schon ganz gut aus. Da hinten links auch. Ich sehe hier überall verschiedenste Pflänzchen oder so stehen. Also ich glaube, wir werden hier sehr schnell fündig, hoffentlich. So, 67% Treibstoff. Das reicht auch erstmal für heute, glaube ich, dann. Also für die Signale hier dürfte das noch reichen. Und tatsächlich, da haben wir auch schon die Aleuida. Oder Aleuida? Wie werden sie denn mal ausgesprochen? Boah, wie so ein ganz komisches Wort hier auch. Na, geht das schon? Ich bin noch zu nah am Schiff. Muss mich hier ein bisschen entfernen. Weil erst dann klappt hier dieses Modul aus. Und dann können wir jetzt hier das erste Objekt schon mal scannen. Und wir kriegen natürlich hier auch einen neuen Codex-Eintrag. Sehr cool. Und das sind jetzt hier Aleuida Coronamus in Türkis. Gesundheit, sage ich da nur. Auf jeden Fall sehen die immer so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus. Weiß gar nicht, Aloe Vera und... Aloe Vera sind wir hier immer wieder bei Sons of the Forest. Nee, Aloe Vera und diese... Wie hießen die denn nochmal? Dieses komische... Was es in Italien noch häufiger zu essen gibt. Artischocken? Artischocken waren es, glaube ich. Eine Mischung aus Artischocken und Aloe Vera. Dann haben die ja hier diese komischen Behälter, sag ich mal. Und wenn es zum Beispiel so ein bisschen windet hier auf solchen Planeten, dann hört man das hier ab und zu so rascheln. Und dann sieht man da diese ganzen Sporen rausfliegen. Also das ist auch ganz interessant. Dass das da so ein bisschen mit drin eingearbeitet ist. Und wir sehen ja auch hier, das Ding bewegt sich doch relativ viel. Aber das mag vielleicht an so einem leichten Windstoß und an dieser geringen Gravitation liegen, ne? Also wenn einmal bei so geringer Gravitation ja in Bewegung gerät, hört das erstmal so schnell nicht auf, weil die kinetische Energie viel länger braucht, um immer verloren zu gehen, beziehungsweise sich in Bewegung umzuwandeln.
vorne sind sogar schon die nächsten hier. Also das ist ja eigentlich ganz angenehm hier. Ich mag diese Wüste aber auch gerade, ne? Dieser beigefarbene Sand, so leicht orangefarben. Dazu noch dieser schöne blaue Himmel mit den ganzen Sternen. Das hat schon was. So, scannen brauche ich ja gar nicht. Habe ich ja schon. So, kein Problem. Schon haben wir hier die zweite Probe. Ja, guck mal, hier wächst das hier überall an einer Seite auch raus. Normalerweise ist das ja eher so wie bei denen hier, dass das da in der Mitte ist. Aber die haben das hier scheinbar auch an der Seite, wie wir hier vorne auch nochmal sehen können. Also nochmal eine etwas andere Art hier scheinbar, die wir noch gar nicht hier kennen, so in der Richtung. Dann fahren wir weiter hier zu den nächsten. Wo sind denn da welche? Da vorne ist noch so ein Blöpp. Das ist auch schon Tussock, wenn ich das richtig sehe. Diese Space Lavendel hier wieder. Mittlerweile ist es kein Basilikum mehr, sondern tatsächlich Lavendel. So sieht es jedenfalls aus. Und jetzt haben wir hier auch schon die dritte Probe von den Aleoida. Wie spricht man das aus? Aleoida? Aleoida könnte auch sein. Aleoida. Das sind auch so komische Wörter, ne? Die benutzt man halt so in echt nie. Dann fragt man sich immer so ein bisschen, ja, wie spreche ich das denn aus? Und man blamiert sich wahrscheinlich dabei. Bei den Leuten, die vielleicht halbwegs Ahnung von Botanik oder so haben, vielleicht von Pflanzenbiologie. Die das wahrscheinlich deutlich besser können. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie was Lateinisches oder so, was man vielleicht irgendwie ableiten kann. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass sie das hier in ihr Lied so weit gemacht haben. Und hier die komische Bodengurke. Stratum Paleas. Die haben wir auch schon entdeckt, aber ich werde die jetzt trotzdem mal eben mitscannen. Weil die halt hier auch so häufig vorkommt. Oh, das war ein großes Feld hier. Mein lieber Scholli, was denn hier passiert? Das ist eine richtige Wiese fast schon, ne? Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die nicht so dicht aneinander stehen, die Pflanzen. Dass das wirklich aussieht wie so eine Blumenwiese. Und dass das doch hier recht weit auseinander jeweils ist. Ne? Aber es ist schon beeindruckend. Und wieder runter. Habe ich gerade gesehen, da hinten sind auf jeden Fall auch ein paar weitere Stratum. Exemplare davon. Dürfte dann häufig, hoffentlich entfernungstechnisch hier ausreichen. Was ich ja bisher ein bisschen schade finde, ist, dass man hier nicht so zwei verschiedene Arten der gleichen Spezies, sag ich mal, findet, ne? Also, dass es hier nicht gleich zwei von denen gibt. Eins vielleicht in, keine Ahnung, krass gelb, das andere in blau oder so. Das gibt es ja hier leider nicht. Oh, hier ist das nächste. Zweite Bodengurke. Ich glaube, das ist jetzt der offizielle Name für die Bodengurke. Was ich ja echt feiern würde, ist, wenn die das hier von FDF so gemacht hätten, dass hier irgendwo ein riesiger Kamm in der Wüste liegt. So ein bisschen als Anlehnung an Spaceballs, diese Star Wars Verarsche in Anführungsstrichen. Die vor x Jahren mal rausgekommen ist. Mit Lord Hampton und so. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Film. Also ich würde es einbauen als Entwickler, dass ich da irgendwo so einen riesen Kamm hinpacke. Jetzt haben wir so eine Szene, wo sie die Wüste durchkämmen sollen. Dann laufen ja so zu zweit jeweils rum. Mit so einem gigantischen Kamm in der Hand oder in den Händen. In den Armen müsste man schon viel mehr sagen, weil die so groß sind. Und dann durchkämmen sie da wirklich die Wüste. Also das ist absolut bescheuert. Aber gerade weil es so billig und so bescheuert und so auch ein bisschen trashig ist, ist der Film auch so gut. Würde ich behaupten.
Und wir haben Glück. Da ist ein kleines Fitzelchen hier. Das reicht auch schon. Und wir kriegen hier jetzt dann auch die dritte Probe. Das ist doch super. Schon 4 von 6 Sachen haben wir entdeckt. Und diese ganzen Tosok-Pflänzchen hier, die liegen ja auch überall hier herum. Gibt es ja regelrecht die ganzen Blumenwiesen, die wir ja schon gesehen haben. Das heißt, wir können da auch gleich ohne Probleme, denke ich mal, die nächsten Proben nehmen. Was mir gerade eher Sorgen macht tatsächlich, stehen bleiben, sind hier die Bakterien. Habe ich noch gar nicht entdeckt. Auch noch nicht gesehen hier heute. Ach ja, ich sollte das vielleicht erst scannen, ne? Ich habe sonst die Erfahrung gemacht, dass man die danach nicht mehr scannen kann. Ich weiß aber auch nicht, ob man das Geld dann dafür quasi verliert oder ob das automatisch gescannt wird von dem Genetik-Sampler. Weiß ich gerade gar nicht, aber die kennen wir hier schon tatsächlich. Allerdings wissen wir ja nicht, dass hier diese Art auf diesem Planeten ist, deswegen nehme ich jetzt hier trotzdem Proben. Das hier ist wieder Space Lavendel, so wie es aussieht. Tosok Propagito in grün. Was für Namen. Bei Tosok ist ja das schön, dass man nicht weit fahren muss. Kann man sehr früh schon wieder die nächste Probe nehmen. Das dürfte vielleicht sogar schon reichen hier vorne. Nein, glaube ich nur so 100 Meter oder sowas um den Dreh. Da kommen wir auch besser dran hier. Die zweite haben wir auch schon. Und die dritte folgt sogleich. Ja, Bakterien, da haben wir sie. Gerade noch von gesprochen. Hier vorne ist ein großer Teppich. Da können wir gleich nochmal hin zurücklaufen oder fahren. Da können wir die auch nochmal eben mitnehmen hier. Oh, hier sind nur Tosok und diese anderen Dinger, meine ich. Aloida und Stratum. Da vorne ist, glaube ich, da so eine Blumenwiese hier. Sieht auf jeden Fall so aus. Ach, das ist hier beim Einschlagskrater. Oh, krass, wie das aussieht hier. Ein riesen Einschlagskrater da vorne. Der ist eigentlich noch nicht mal besonders groß, ne? Das war wahrscheinlich ein Brocken von ein paar Dutzend Metern, der diesen Krater hinterlassen hat. So. Aller guten Dinge sind 3. Die haben wir jetzt auch schon. Jetzt fehlen nur noch die Bakterien. Jetzt müsste ich mal wieder kurz die Außenkamera starten. Und doch nochmal schauen, wo dieser Bakterienteppich war. Ach, direkt vor uns. Wir müssen nur direkt geradeaus fahren. Kommen wir automatisch darauf zu. Die kennen wir auch schon. Bacterium aurasus in grau, glaube ich, war die Bezeichnung hier. Aber wenn wir eh schon mal hier sind, dann nehmen wir auch schnell die Probe. Aber wir kriegen ja trotzdem Geld dafür. Wäre sonst auch dem Erkundergeist das ja entgegenstehen, wenn wir jetzt hier nicht die Proben mitnehmen würden dafür. Würde ich mich jetzt mal ein bisschen wieder Richtung Schiff begeben. Mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal irgendwie dann gleich mit der Außenkamera nochmal einen weiteren Bakterienteppich erkennen hier. Werden wir gerade nicht wieder einen Unfall bauen? Ihr kennt meinen Fahrstil. Wir drehen ja irgendwie immer die Reifen hier durch.
hier sehe ich aber nichts, was irgendwie Richtung Bakterie aussieht. Fahren wir einfach mal weiter ein Stück. Da wird schon wieder irgendwann was auftauchen hier, denke ich mal. So, Sonde nochmal draus hier, beziehungsweise die Drohne. Schauen wir mal nach, wo denn hier... Noch ein weiterer Bakterienteppich ist. Da vorne ist einer. So leicht schräg von uns, so ein paar Grad. Dann müssten wir eigentlich gleich bald alle haben, ne? Nicht wieder die Kontrolle verlieren. Ich glaube, dahinter war was, ne? Also ich finde es ab und zu echt ein bisschen schwer, hier den Überblick mir zu bewahren, weil das ja alles so gleich aussieht. Man hat halt, wie gesagt, wenig Fixpunkte, ne? Also man hat jetzt hier nicht überall irgendwie irgendwelche Bäume, irgendwelche Gebäude oder so, woran man sich hier gut orientieren könnte, ne? Und auch, weil alles hier doch relativ gleich aussieht, jetzt nicht so groß ist, dann sieht das doch alles relativ sich ähnlich. Und das ist jetzt auch nicht der Bakterienteppich, wo ich eigentlich hin wollte. Aber es sind zwei andere Bakterienteppiche. Die kann ich ja auch nehmen. Scannen wir die mal eben hier. So, nehmen die nächste Probe. Und dann haben wir auch schon mal hier 2 von 3. Das ist doch super, dann haben wir es gleich. Die Frage, in welche Richtung wir fahren. So ein bisschen weiter in die hier. Aber hier wird es hügelig, ne? Da weiß ich nicht, ob wir da dann noch Bakterien finden. Ich fahre mal lieber hier lang. Ich sagte fahren. Nicht verunfallen. Ich kann es immer noch nicht. Ich gebe es dir offen zu. Mit diesem Rover hier komme ich an meine Grenzen. Aber hier können wir auch mal kurz stehen bleiben und nochmal gucken. Da ist gerade gar nichts, aber ich würde jetzt trotzdem mal weiterfahren. So, das ist weit genug, behaupte ich mal. Aber da ist nichts. Ich fahre mal so ein Stück in die Richtung. Ich werde ja nur gelacht, wenn wir hier nicht noch einen dritten Bakterienteppich finden. Also bitte. Das werden wir doch wohl hier vollbringen.
Bakterien? Hallo? Sind hier keine? Doch, da vorne. Da vorne links. Ich habe welche erspäht. Gehen wir mal hier in diese Oberkamera rein. Da haben wir immer den Vorteil, dass wir hier so ein bisschen erhöht sind. Das heißt, auch gleichzeitig mehr Überblick haben. Irgendwo direkt vor uns war das hier. Da vorne, ich sehe es. Ah, wie schön. Wir haben es entdeckt hier. Ja, mein Schiff haut aber auch gerade ab. Ablegendes Schiff oben rechts in der Info. Das heißt, wir sind hier ungefähr so 2 Kilometer jetzt vom Schiff entfernt. Dann haut das nämlich immer ab. Kurz in den Supercruise geht das. Verschwindet dann einfach. Aber wir können das danach ohne Probleme rufen. Was ich mich gerade frage, was passieren würde, wenn jetzt gerade mein Schiff gerade anfängt abzuhauen, also gerade hochfliegt. Was dann passieren würde, wenn ein anderer Spieler kommt und anfängt drauf zu schießen oder auch ein NPC. Ob das Schiff in diesem Moment mehr aushält oder immun ist gegen Schäden, das weiß ich gerade gar nicht. Oder ob es dann doch zerstört werden kann, das finde ich auch mal spannend. Also wir hatten hier 6 biologische Eigenschaften, also 6 biologische Signale. Und wir haben tatsächlich alle. Wir haben hier gerade noch dann die Fungoida gelata gefunden. Die Stratum paleas, die Tussock propagito. Oder irgendwie so. Klingt ein bisschen italienisch irgendwie. Dann die Aleoida oder Aleuida. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Coronamus, Bacterium aurasus und die Concha renibus. Das heißt, wir haben hier alles soweit entdeckt. Aber ich glaube, hier diese ganzen anderen Spezies hier auf diesem Planeten hier. Würde ich jetzt einfach mal ganz frech überspringen, weil ich würde mal behaupten, das sind alles die gleichen Planetenarten, alles die gleichen Atmosphären, auch die gleiche oder fast gleiche Zusammensetzung, auch vom Metallgehalt und so. Das sind dann meistens erfahrungsgemäß wirklich die gleichen Sachen, die da auftreten. Vielleicht die Bakterienart ist anders oder so. Deswegen würde ich das jetzt hier mal nicht überfordern, mich hier überfordern wollen, sondern einfach mal gleich weiterfliegen. Beziehungsweise das machen wir dann wahrscheinlich am Sonntag. Ich denke, wir sind hier glaube ich schon bei 2 Stunden ungefähr. Deswegen würde ich dann mal hier heute sagen, dass ich mich jetzt hier wieder an mein Schiff begebe. Ich werde hier mal kurz mir hier den Sand abklopfen. Meinen Anzug mal in die Reinigung werfen, den ganzen Sand herausholen. Ich hoffe, der Schlamm hier, der wird mir nicht gleich meine Reinigungswaschmaschine hier beschädigen. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen die Proben untersuchen. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr heute dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier hereinzuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge, die dann morgen am Sonntag erscheint, hier wie gehabt. Macht's gut. Fliegt sicher oder gefährlich, je nachdem, was ihr macht. Ciao, ciao.